Hey Leute, hier ist LineGamer 1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Bausimulator 2015. Wir befinden uns im Moment mit dem Pritschenwagen mit Kran hier beim Baustoffhändler Heininger in Fuchsberg. Und da haben wir am Ende vom vorherigen Teil hier drei Kanalmodule gekauft, die wir alle drei auf die Pritsche vom Pritschenwagen aufgeladen haben. Und jetzt werden wir mit dem Pritschenwagen mit Kran zur Baustelle fahren und dann dort die Kanalmodule an die richtige Position setzen. Also dann lasst uns direkt mal wieder in die Innenansicht gehen und wir verlassen direkt mal das Gelände vom Baustoffhändler Heininger und machen uns auf den Weg zu unserer Baustelle. Und da fahren wir am besten hier mal rechts lang, würde ich sagen. Genau, so. Ich glaube, die Strecke jetzt von hier zur Baustelle sind wir ja vor kurzem... Oh, da kam noch einer, habe ich gar nicht gesehen. Fahr mal weiter, Kollege. Ich glaube, die Strecke von hier, also ungefähr von hier, ich weiß gar nicht sogar... Doch vom Baustoffhändler sogar aus. Genau, sind wir ja zur Baustelle schon mal vor kurzem gefahren. Da haben wir ja hier, ich weiß gar nicht, was wir genau geholt haben. Auf jeden Fall haben wir einen Kran-Betonkübel gekauft. Und dann noch ein paar andere Baumaterialien. Ziegelsteine vielleicht? Nee, oder? Ich glaube nicht. Irgendwas anderes noch, aber ich weiß nicht mehr was. Genau, wir können aber trotzdem mal im Navi... Wobei, brauchen wir die Route zu markieren? Ich glaube eigentlich nicht. Wir müssen nämlich da geradeaus, dann da vorne rechts und dann wieder ein paar Straßen geradeaus und dann wieder links irgendwie. Und dann sollten wir irgendwie Richtung Baustelle kommen. Genau, ist ja gar nicht weit. So, die Ampel wird grün. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns hier rechts einordnen können. Blinken wir schon mal. Ich glaube, an dem Auto sind wir vorbei. So, ziehen wir einmal rechts rüber und genau, hier geht es weiter zur Fuchsberger Höhe. Da bauen wir im Moment und da haben wir aktuell sogar zwei Baustellen. Die eine Baustelle, da bauen wir heute weiter, beziehungsweise an der anderen haben wir noch gar nicht angefangen. Die Baustelle, wo wir heute weiter bauen, ist ja die Baustelle, wo wir ein Apartmentgebäude bauen. Da bauen wir jetzt ja schon seit einigen Teilen lang an dieser Baustelle. Ich glaube, seit 10 Teilen vielleicht oder so. Naja, auf jeden Fall wollen wir diese Baustelle komplett alleine machen, sprich ohne irgendwelche Angestellten. Und wir sind jetzt bei Abschnitt Numero... Aber ich glaube, wir können das hier gar nicht nachgucken. Müssen wir hier gucken. Also wir können uns ja immer so kurze Informationen da einblenden lassen, aber da steht, glaube ich, nicht, bei welchem Abschnitt wir gerade sind. Deswegen gucken wir es mal hier. Genau, Apartmentgebäude ist die Baustelle, wo wir gerade dran bauen. Und da sind wir gerade bei Abschnitt 8 von 9, also fast fertig. Den 9. Abschnitt beginnen wir wahrscheinlich in dem Teil auch noch. Machen den vielleicht sogar fertig. Und danach geht es dann weiter mit dem, wo komme ich hier zurück? Da ist es genau. Mit diesem Bau hier, dem Apartment-Hochhaus. Und das ist auch ein Bau, eine Baustelle, die hier neu in das Spiel durch ein DLC dazugekommen ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es das DLC... mit dem Turmtrickkran bzw. Flat-Top-Kran, dem Liebherr 150 ECB Flat-Top-Kran ist, wo halt der Flat-Top-Kran drin ist, zusammen mit noch ein paar anderen Sachen und halt neue Missionen. Oder ob es jetzt von dem, anderen DLC, dem, jetzt fällt mein Name nicht ein. Drehbohrgerät, genau, wo das Drehbohrgerät hier drin ist. Ich weiß gar nicht, ob das von dem oder von dem anderen das Deal, also wo der Bauauftrag dabei ist, aber ich glaube eher beim Flat-Top-Kran, weil da ist, glaube ich, nichts mehr, wo man irgendwas mit dem Drehbohrgerät machen muss. Ja gut, und dann kann man eigentlich ziemlich genau darauf schließen, dass es eigentlich mit dem DLC ist, wo dass dieser Bauauftrag Apartment-Hochhaus aus dem DLC, da steht doch unser Kran-Betonkübel, aus dem DLC hier, wo der Flat-Top-Kran drin ist, dabei ist. Genau, weil da müssen wir ganz schön hochbauen, da hinten seht ihr es. Genau, da ist die Baustelle, wo wir dann als nächstes weitermachen werden, wo wir das Apartment-Hochhaus bauen werden. Es sind aber gar nicht so viele Abschnitte dort und da, sehen wir jetzt gerade, wieso wird nichts angezeigt, naja gut, auf jeden Fall seht ihr, da werden wir dann nichts mit dem Drehbohrgerät machen und dementsprechend ist, glaube ich, der Auftrag, ja, bin ich mir ziemlich sicher, hier beim DLC dabei, wo hier der Liebherr dabei ist, genau. Und somit haben wir dann zwei Aufträge hier dann schon mal gemacht, wenn wir den anderen Auftrag dann gemacht haben, den Auftrag Apartment-Hochhaus, die auch komplett aus dem DLC Liebherr 150 ECB sind, weil wir haben ja schon mal die Fabrik mit Lagerhalle gebaut. Hier dieser Bauauftrag, der wurde ja so ein bisschen erweitert, hat mir auch jemand von euch in den Kommentare geschrieben, dass er wahrscheinlich so erweitert wurde halt, um so ein paar Abschnitte, wo man halt hier jetzt den Kran-Betonkübel eingesetzt hat, einsetzen musste. Und das andere ist dann wieder ein kompletter Auftrag, Apartment-Hochhaus, ist wieder so ein Bauauftrag, der komplett durch das... durch das DLC mit dem Flat-Top-Kran hier dazu kommt. So, schade, ich dachte, das passt gerade. War ich nicht schnell genug? Na, Kranhaken, jetzt passt es. So ein bisschen noch rüber. Und jetzt setzen. So, Nummer 1 ist gesetzt. Das geht ja mit dem Flat-Top-Kran relativ schnell. Schneller, als wenn wir das mit dem Kran auf dem Pritschenwagen machen würden. Da würden wir auch nicht so gut drankommen. Also gut, dass wir hier den Kran verwenden. So, geben wir mal die Hakenkamera. Ein bisschen müssen wir noch hoch. So, genau, danach geht es zum Gartenhändler. Der ist ja irgendwo in diese Richtung. Das
ein gutes Stück zu fahren, wobei wir werden den Pritschenwagen da hinsetzen und dann einfach nur das hierher bringen dann. Also die Strecke hierher dann fahren, wobei wir können den vielleicht sogar hierher auch setzen. Doch, das stimmt, wir hätten den ja jetzt eigentlich auch hier, aber gut, die Strecke war jetzt so kurz, den konnten wir auch jetzt hier so herliefern. Nicht selber herfahren, wobei vom Gartenhändler können wir auch hierher fahren, müssen wir mal gucken. Je nachdem, wie es gerade für die Situation passend ist. So, das letzte Element wird gesetzt und dann geht es schon zum Gartenhändler. So, ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf diesen anderen Bauauftrag. Bin schon sehr gespannt, was wir da alles machen werden. Ja, ihr habt vielleicht auch gesehen, da ist auch diese Baggerschaufel wieder abgebildet. Das heißt, wir werden da auch wieder mal ein bisschen baggern. Genau, mal gucken, was da alles auf uns zukommt. So, das haben wir erledigt. Dann hier mal kurz die Rücktaste drücken. Wisst ihr was, wir retten jetzt nochmal unseren Kranbetonkübel, den setzen wir nochmal irgendwo außerhalb der Baustelle hin. Weil wenn der Auftrag dann abgeschlossen ist, dann ist er da mitten im Gebäude irgendwie. Hat denn jemand in seinem Wohnzimmer stehen? Was ein schönes Deko-Element im Wohnzimmer. Nein. Okay, auf jeden Fall, genau, könnte man so irgendwie so Pflanzen reintun so oder sowas. Müssen wir uns unten zumachen und könnte dann so als Deko-Element so in den Garten stellen oder so auf dem Balkon und so Pflanzen da reintun. Na gut, Spaß beiseite. Auf jeden Fall gut würde es ja dann sozusagen hier im Haus drin stehen. Und das wollen wir natürlich vermeiden und vielleicht können wir den nochmal einsetzen dann irgendwie. Wobei wir können uns auch einkaufen, so ist es jetzt ja nicht von unserem Kontostand, dass es uns so viel ins Geld gehen würde, wenn wir nochmal einen neuen Kranbetonkübel kaufen müssen. Wir stellen ihn einfach trotzdem mal hier ab. Und ich weiß gar nicht, wo Nummer 2 ist, weil wir haben ja noch einen zweiten. Genau, jetzt wird der Kran zurückgesetzt, raus mit uns aus dem Crane und wir fahren direkt mit dem Pritschenwagen mit Kran zurück. Nicht zurück, sondern zum Gartenhändler. So, Motor starten. Genau, wenn wir jetzt hier runterfahren, wird der nächste Abschnitt dann angekündigt. Und dann haben wir hier den Bauauftrag komplett alleine abgeschlossen. Haben wir auch schon sehr lange nicht mehr gemacht. Und dadurch haben wir jetzt hier auch bei dem Auftrag so 3 Eibensetzlinge. Haben wir auch bei dem Auftrag ziemlich viele Erfahrungspunkte auch gesammelt. Mal gucken, wann wir das nächste Level dann erreichen werden. Und dann schalten wir wieder ein paar neue Sachen frei. So, Gartenhandel im Dorf ist ja nur einer hier auf der Map. Da geht's jetzt hin. Da wären wir auch schon. Und 3 Eibensetzlinge werden wir jetzt holen. So, dann lasst uns erstmal zu dem, zu der Dame gehen, genau, oder, genau, zu der Dame, hier vom Gartenhandel und 3 Eibensetzlinge kaufen, genau, 1200 Euro sind ja 3, was eigentlich Verschiedenes. Brauchen wir auch Rollrasen? Ah, wir brauchen mehrere Sachen, 3-mal Rollrasen und 3-mal Dings, gut, dass wir geschaut haben, sonst wären wir jetzt zur Baustelle gefahren und hätten nur das eine dabei gehabt. Gut, dass wir zufällig jetzt nochmal auf Verschiedenes gedrückt haben. Weil sonst hätten wir jetzt echt nur das eine dabei gehabt und das wäre ein bisschen blöd gewesen. So, wie laden wir auf? Ach komm, machen wir es mit dem Gabelstapler. So. Dann einmal rein mit uns. Ja, ich denke mal, in dem Teil sollten wir das locker noch aufladen. Und den Bauauftrag, den werden wir jetzt in dem Teil wahrscheinlich nicht mehr abschließen. Aber dann im nächsten Teil, dann geht es im nächsten Teil auch schon los, dann bei dem anderen Auftrag. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf, was uns dort erwarten wird. So. Ich wollte in der heutigen Folge auch mal wieder über ein Thema sprechen, was mir jemand, ein bisschen so eine Frage, die mir jemand von euch gestellt hat. Also nochmal so als Information, also ihr könnt mir gerne Themenvorschläge und Fragen in die Kommentare hier unter die Videos vom Let's Play Bausimulator 2015 schreiben. Und dann werde ich vielleicht mal über euer vorgeschlagenes Thema, eure gestellte Frage hier mal in einer Folge sprechen. Am besten wäre es, wenn ihr Fragen stellt oder so, dass ihr die mir am besten irgendwie noch dazu schreibt, vielleicht, dass ich es dann auch, wenn ich die speziell jetzt hier in der Folge beantworten soll, also im Let's Play, dann schreibt uns am besten noch dazu, weil sonst kann es immer vorkommen, wie wenn zum Beispiel jemand fragt, was planst du für Projekte in Zukunft, dann denke ich mir manchmal halt, soll ich das jetzt so beantworten oder im Video und dann beantworte ich es meistens eigentlich immer in den Kommentaren, weil einfach, ja, weil es einfach nur so eine kurze Frage ist, die eigentlich relativ schnell zu beantworten ist. Aber falls halt eine Frage ist, die ich dann nicht in den Kommentaren beantworten soll, sondern in einem Video, dann schreibt es mir bitte noch irgendwie als dann zu dem Kommentar dazu. So, bevor ich jetzt gleich auf die Frage zu sprechen komme, schauen wir erstmal, dass wir die Palette jetzt irgendwie mal ordentlich hier auf den Gabelstapler drauf bekommen. Weil die hängt ja doch relativ schräg da drauf. Wobei, vielleicht kriegen wir die so auf den Pritschenwagen drauf. Ja, das könnte sogar funktionieren. Gut, der Teil wird jetzt noch circa 5 Minuten lang sein. Ich guck mal, wir gucken mal, ob ich in dem Teil dann alles zu der Frage, was ich als Antwort sagen kann, jetzt schaffe. Sonst können wir im nächsten Teil noch weiter drüber sprechen. Aber jetzt gucken wir erstmal, diese Palette hier drauf kriegen. Die ist aber echt ein bisschen blöd da drauf gelandet. Ist sie irgendwie nochmal gesichert? Ah, die war gesichert, deswegen ist sie gerade nicht abgegangen. Noch ein Versuch. Ja, sie rutscht sogar schon besser hin. Na, gucken wir jetzt. Ah, jetzt sitzt sie. Jetzt sitzt sie perfekt. So, genau, dann suche ich mal gerade die Frage raus.
Und zwar, warte mal. Ja, ist echt noch relativ wenig Zeit, aber kann ich wenigstens schon mal ein bisschen was dazu sagen, glaube ich. So, wenn wir so Stapler fahren, passt es eigentlich immer ganz gut. So eine Frage oder über irgend so ein Thema, was jemand von euch vorgeschlagen hat, mir dazu zu schreiben. Genau, und er hat hier zum Beispiel noch Themenvorschlag dazu geschrieben. Also das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit, wenn ihr das Themenvorschlag Doppelpunkt schreibt und dann halt eure Frage oder halt euren Themenvorschlag in die Kommentare. Genau, und zwar ist der Themenvorschlag von SchnitzelLP. Erstmal vielen, vielen Dank an dich für deinen Themenvorschlag, beziehungsweise die Frage ist es ja. Und zwar schreibt er, was hältst du von Downhill-Biken und würdest du es mal machen? Genau, also erstmal nochmal vielen Dank an dich für deinen Themenvorschlag. Genau, und ja, also Downhill-Biken, darüber werde ich jetzt mal ein bisschen sprechen. Und ich finde Downhill-Biken auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich werde euch vielleicht auch mal unten ein Video Alter, die rutschen ja gerade mal richtig beschissen immer nach hinten weg. Ja, ich werde euch vielleicht unten mal ein Video vom Downhill-Biken irgendwie verlinken, muss ich mal gucken, da gibt es ja jede Menge auf YouTube. Sonst gibt es einfach mal bei YouTube ein Downhill oder sowas. Oder da werdet ihr schon irgendwie ein Video finden. Mann, was sind die Paletten los? Genau, falls ihr noch nichts davon gehört habt, was das genau ist. Genau, zum Beispiel Red Bull oder so, die machen ja ziemlich viele Videos davon. Da gibt es ja auch so Events und Wettkämpfe und so, die ja so weltweit stattfinden, wo dann halt so wirklich so wie Formel 1 oder sowas ist halt, dass es so in verschiedenen Rennstrecken auf der Welt stattfindet, gibt es dann da verschiedene Downhill-Strecken, wo das so weltweit stattfindet. Genau, irgendwie, ich weiß nicht, wie der Cup genau heißt, aber da gibt es auf jeden Fall so einen Downhill-Wettkampf, der dann irgendwie an verschiedenen Orten in der Welt so ausgetragen wird, genau, wo es da so verschiedene professionelle Downhill-Biker gibt, die das dann da fahren, habe ich auch vor einiger Zeit mal, beziehungsweise ich bin auf jeden Fall auch mal Downhill gefahren, also gut, ob es jetzt wirklich so richtig, richtiges Downhill ist, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, also so eine Art von Downhill, fast so richtiges Downhill, also nicht mit einem richtigen Downhill-Bike, sondern eher Mountainbike, aber ich bin auf jeden Fall schon mal Downhill gefahren, einige Jahre. Und in der Zeit, also als ich jetzt so richtig begeistert war vom Downhill-Fahren und so weiter, da habe ich auch auf YouTube immer ziemlich viele Downhill-Videos geguckt. Wie gesagt, irgendeins vielleicht, wenn ich eins finde, ein gutes, was ich noch so kenne, werde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und genau, damals hatte ich auch bei Red Bull, die sind ja irgendwie auch so großer Sponsor von so Downhill, was weiß ich, also die machen ja ziemlich viele so Action-Videos auch und so. Oder bei GoPro auf dem Channel gibt es ja auch, also von dieser Action-Kamera von GoPro, gibt es auch das ein oder andere Downhill-Video. Bekannt ist ja das in Utah, ich weiß aber gerade nicht, wie das heißt, ich glaube, das ist in Utah, wo die wirklich so mitten in den Bergen da sind, aber mir fällt der Name davon gerade nicht ein. Genau, das ist ja auch so ein richtig bekanntes, vielleicht davon auch, werde ich euch vielleicht davon auch nochmal ein Video unten verlinken, genau. Und ja, ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Downhill-Biken finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, als ich es da immer gemacht habe. Wie gesagt, drei Jahre habe ich das gemacht. Das letzte Mal bin ich jetzt vor circa einem Jahr, anderthalb Jahren, glaube ich, das letzte Mal Downhill irgendwo gefahren. Also es ist so bei mir so gewesen. Also ich habe ein ganz normales Mountainbike, jetzt aber halt nicht ein Fully, also nicht komplett gefedert mit Vorder- und Hinterradfederung, sondern nur mit Vorderradfederung. Das heißt, ich habe schon mal leider kein richtiges Downhill-Bike. Genau, könnt ihr auch einfach mal bei Google Downhill Bike oder so eingeben, falls ihr nicht wisst, wie das aussieht. Aber die haben halt so eine richtig krasse Federung vorne, was weiß ich, glaube 200 mm, beziehungsweise 150 bis 200 mm gibt es unterschiedliche Modelle. Hinten haben sie auch nochmal über 200 mm Federweg und die sind auch nochmal so ganz speziell gebaut. Haben auch nur relativ wenig Gänge, das heißt, berghochfahren ist mit dem nicht. Also, beziehungsweise einfach und gut berghochfahren ist mit so einem Fahrrad nicht. Und genau. Also auf jeden Fall, der hat halt so ein Fahrrad, das halt eigentlich nur dazu ausgelegt ist, bergab zu fahren, über Wurzeln, Sprünge zu machen und so weiter. Genau, ich hatte aber einfach ein ganz normales Mountainbike, so ein Hardtail nennt man das ja. Einfach nur vorne eine Federung mit 100 mm Federweg, so also Standard eigentlich so bei den meisten Mountainbikes ist. Genau, beim Downhillbike hat man ja 200 mm Federweg. Und genau, ich bin halt dann mit einem normalen Mountainbike gefahren. Ich bin so, vielleicht kann man so sagen, eine Mischung aus Mountainbiken und Downhill. Also war schon bis hin zu also richtigem Downhill. Also ich bin auch einmal, habe ich mal so ein
Das war im Urlaub, da habe ich auch mal so ein richtiges Downhill-Bike mir ausgeliehen. Bin mal so eine Downhill-Strecke mal mit einem richtigen Downhill-Bike gefahren. Hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht, genau. Aber sonst, bei mir daheim bin ich eigentlich nur mit diesem Hardtail immer gefahren. Und also so eine Art von Downhill, nicht richtig so richtig professionelles Downhill. Ich habe zwar auch so einen Fullface-Helm und was habe ich noch? Knieschoner habe ich mir, glaube ich, zugelegt, aber mehr habe ich auch nicht an Schutzausrüstung mir oder so zugelegt. Genau, aber also schon so eine Art richtigen Downhill habe ich da schon so gemacht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einfach nur Mountainbiken war, was ich da gemacht habe. Schon so in Richtung Downhill, aber jetzt nicht so richtig professionell, aber schon so eine, fast so eine richtige Art von Downhill. Und genau, mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt denken sich vielleicht der eine oder andere von euch, wieso ist jetzt, fährst du jetzt im Moment nicht mehr oder so. Ja, es liegt einfach daran, weil ich einfach leider keine Zeit mehr dazu gefunden habe, irgendwie mal zu fahren. Also ich bin einfach nicht mehr dazu gekommen. Genau, mal gucken, vielleicht werde ich in Zukunft irgendwann mal wieder fahren. Aber ja, im Moment, habe ich jetzt erstens nicht so die Zeit dazu und auch gerade so, auch nicht so das Interesse jetzt gerade so irgendwie da wieder mal ein bisschen zu fahren, aber Spaß macht es mir auf jeden Fall, also ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache, aber Zeit und ja, ein bisschen auch Interesse fehlt mir jetzt im Moment so, dass ich da mal wieder anfangen würde, Downhill zu fahren, aber vielleicht in Zukunft irgendwann mal wieder, mal gucken. Genau, auf jeden Fall so viel mal dazu, also ich bin da schon also richtige Downhill-Strecken gefahren, wobei die, wo ich jetzt hier wohne, das waren halt immer eigentlich nur relativ kurze Strecken, bis man halt dann wieder bergauf schieben musste. Weil, ja gut, ich habe meistens eigentlich bergauf geschoben, weil die Strecken konnte man wieder schlecht bergauf fahren. Aber mit so einem richtigen Downhill-Bike muss man ja eigentlich bergauf schieben. Weil es hat, wie gesagt, halt nur richtig wenig Gänge und da, ich weiß gar nicht wie viele Gänge, 5, 6, 7 Gänge. Vorne hat es nur ein Zahnrad, hinten halt dann mehrere Zahnräder zum Schalten. Also da kann man nicht so einfach mit dem irgendwie mal bergauf fahren oder so. Und genau, und die Strecke ist halt auch nicht so, dass man halt in die Gegenrichtung wieder bergauf fahren kann, weil, also es war schon ziemlich coole Strecke, weil es ist dann so halt, also beim Downhill-Biken geht es ja so, ist ja so, dass man die ganze Zeit so an einem Abhang runterfährt und dadurch halt relativ schnell wird. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell ich da gefahren bin, aber, also man wird ja dabei relativ schnell. Und, genau, dann gibt es halt so mit so Kurven, über Wurzeln, so mit Sprungschanzen, das fand ich immer richtig cool, so über Schanzen so zu springen. Hat immer richtig viel Spaß gemacht, oder in so Steilkurven zu fahren. Und das finde ich auf jeden Fall echt eine richtig coole Sache. Genau, vielleicht fährt ja auch der eine oder andere von euch Downhill. Kann ja auch mal seine Erfahrungen so beim Downhill-Fahren, vom Downhill-Fahren unten in die Kommentare schreiben. Ganz ungefährlich ist der Sport natürlich auch nicht, wenn man mal überlegt. Ich glaube, die Profisportler, die rasen da mit 70 km/h oder so den Berg runter. Also kommt natürlich auf die Strecke an, aber kann auch mal 70 km/h sein. Und denkt man schon, Sport ist nicht ganz ungefährlich. Natürlich, wenn man da irgendwie mal von der Strecke abkommt, gegen einen Baum kommt oder irgendwie halt stürzt über Wurzeln und so weiter. Und das kann natürlich schon ganz schön schmerzhaft enden. Da gibt es auch jede Menge Protektoren und Schutzausrüstung dafür. Und ja, wie gesagt, ich habe so einen Fullface-Helm gehabt, so eine Art Motocross-Helm ist es eigentlich. Nur nicht ganz so groß wie so ein Motocross-Helm eigentlich. Einfach so ein ganz normaler halt so ein Fullface-Helm, so mit Kinnschutz und so weiter. Also kein normaler Fahrradhelm. Und so Knieschoner habe ich mir zugelegt, aber sonst eigentlich auch nicht viel mehr. Weil ich es jetzt nicht so extrem professionell, wie gesagt, betrieben habe. Und, genau, ich bin zum Glück, wie gesagt, nie wirklich ernsthaft gestürzt. Also so, dass ich mir jetzt irgendwie schlimme Verletzungen zugezogen habe. Wenn dann höchstens einmal, aber mehr auch nicht. Und da habe ich mir auch keine schlimmen Verletzungen, keine großen offenen Schürfwunden zugelegt. Oder irgendwie, ja, was gebrochen, was weiß ich. Auf jeden Fall alles komplett ohne irgendwelche schlimmeren Verletzungen. Genau, obwohl es halt schon ja relativ gefährlicher Sport ist. Also wenn man da halt schon mal ein bisschen schneller irgendwo lang donnert und so und dann irgendwo dagegen fährt. Ja, kann schon ein bisschen wehtun, ist nicht ohne, aber genau, gibt natürlich die entsprechenden Protektoren und so weiter. Aber ich bin froh, dass mir halt in der Zeit, in den paar Jahren, die ich da gefahren bin, nichts passiert ist. Also ich glaube, mir ist wirklich gar nichts passiert. Aber ganz genau erinnere ich mich nicht mehr dran. Ja, aber wie gesagt, richtig coole Sportart. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das zu Downhill zu fahren. Gucken, vielleicht werde ich irgendwann mal wieder fahren. Aber bis jetzt habe ich halt nicht so das Interesse dran gehabt und auch Zeit hat mir. Und zeitlich hat es mir leider auch nicht gepasst. Ein bisschen Umweg gerade. Na gut.
So, genau, deswegen habe ich einen Teil jetzt mal ein bisschen länger gemacht, habe ich gedacht, ach komm, sprechen wir das Thema komplett an. Ja, wie gesagt, falls ihr auch Downhill fahrt, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Genau, ich habe auch mal damals noch so ein bisschen mit anderen zusammen auch mal so Strecken gebaut, sprich halt mal so Rampen oder sowas, den Wald irgendwie gebaut, einfach mal so Springen geübt und sowas, das war auch mal richtig cool. Genau, aber es gab so, ja, es gibt halt, ja, so ein paar Strecken, richtige Downhill-Strecken, die jetzt halt so von anderen Leuten irgendwie hier gebaut wurden, nicht recht, so richtig professionell, so ein Park gibt es ja auch, es gibt so Bikeparks, zum Beispiel in Leogang oder Winterberg, kennt ihr vielleicht, das ist eigentlich so alles Süddeutschland, beziehungsweise Österreich, und da kann man zum Beispiel auch ein Downhill-Bike mieten oder so, das sind dann so Parks, die dann professionell angelegt sind mit, wo dann die Strecken auch so präpariert sind und so weiter mit so richtigen Sprungschanzen aus Holz oder sowas und mit großen Steilkurven und so weiter, wo es halt wirklich bergab dann geht. Und da ist halt der Vorteil bei in diesen Bikeparks, man hat einen Sessellift oder irgendeinen anderen Lift, das hatte ich auch damals im Urlaub, wo ich da gefahren bin, jetzt nicht da, das war woanders, wo einfach, das war jetzt kein so Bikepark, wo ich da gefahren bin damals im Urlaub, aber da war auch so ein Lift, da konnte man das Fahrrad dann dranhängen und dann damit hochfahren und da in Leogang oder in Winterberg oder so oder auch anderen Bikeparks ist meistens so, da gibt es dann eben so einen Gondel- oder Sessellift, wo das Fahrrad außen dran gehängt werden kann, dann kann man halt damit dann hochfahren und muss nicht die ganze Strecke hochschieben, weil das sind schon ordentliche Strecke, die man da hochfährt. Manchmal ist man ist dann nämlich so im Schnitt so manchmal 10 Minuten oder länger unterwegs, bis man wieder so ganz dann runtergefahren ist, also bis man wieder unten dann ankommt. Genau, so hier ist übrigens die andere Baustelle, wo es bald für uns hingeht. Ja, kann sein, dass wir mit dem Drehbohrgerät da ein bisschen was bohren müssen oder was, wieso sind da diese Rohre, ne? Und da ist dieses riesen Apartmentgebäude, was wir gerade bauen. Und genau, so Bikeparks gibt's ja. Und ja, da war ich bis jetzt noch nie, das wollte ich damals auch immer mal gerne machen. Hatte ich aber halt jetzt nie so die Gelegenheit, da mal hinzugehen. So, wo muss das Ganze eigentlich hin? Muss jetzt hier hinten hin, oder wie? Genau, sowas gibt's ja auch, so Bikeparks, wie gesagt, da muss man halt dann nicht hochschieben. Das ist halt der Vorteil, dass man halt da diese Sessellifte hat. Und, genau, was wollte ich noch sagen? Das habe ich gesagt. Ja, irgendwas würde mir jetzt noch einfallen. Weil es fällt mir gerade nicht ein, was. Über mein Fahrrad habe ich gesprochen. Bikeparks. Genau, die Strecken, wo ich halt hier gefahren bin, waren halt dann, wie gesagt, so mit Steilkurven und so Sprungschanzen. Die waren halt aber nicht so lang wie jetzt so in Bikeparks. Die waren meistens so eine Minute oder zwei, wenn über, ja, eine Minute eigentlich runtergefahren oder anderthalb, zwei Minuten. Ja, das war unterschiedlich. Ja, geiler Scheiße. Nicht genügend Platz zum Aussteigen. Können wir den zur Baustelle setzen? Fahrzeuge mit Ladung können nicht geliefert werden. Leute, da bleibt uns nur eine Sache übrig. Genau. Wir müssen den Flat-Top-Kran und das Ganze abladen. Aber ich glaube, ich habe jetzt eigentlich sogar alles zum Downhill-Biken gesagt. Meine Erfahrung so dazu war auf jeden Fall immer ziemlich cool, das zu fahren. Und ich fand es halt immer ziemlich cool, diese schmalen Wege, das sind also relativ schmale Wege im Wald und so bergab zu fahren, so richtig schnell da runter, das war einfach so geil, das hat so viel Spaß gemacht, so da runter zu rasen den Berg, das war echt schon eine richtig coole Sache. Wie gesagt, das Video werde ich euch sehr wahrscheinlich mal eins unten verlinken. Schaut es euch auf jeden Fall mal an, falls ihr halt noch nichts von Downhill-Biken davor gehört habt oder so. Genau, und wir müssen das Ganze jetzt so mit dem Flat-Top-Kran hier abladen. Weil sonst können wir den ja nicht versetzen. Das dauert aber alles dann. Puh, das dauert. Genau, vielleicht breche ich das Thema Downhill-Bike nächstes Mal nochmal an, aber eigentlich nicht, ne. Ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt. Also, ja, ist echt eine coole Sache, macht sehr viel Spaß. Und genau, vielleicht verlinke ich euch auch ein paar mehr Videos, je nachdem, was ich so finde. Mal eins vielleicht von Red Bull, GoPro, auch von diesem großen Event da, von dem ich euch was erzählt habe. Vielleicht so ein kleines, wo so ein bisschen was erklärt wird auch, erinnere ich mich auch noch an ein Video, das ich da mal gesehen habe, aber das ist schon eine coole Sache, so Downhill-Bike macht sehr viel Spaß, genau, und ja, dann war es an der Stelle jetzt von dem Teil hier, von Let's Play Bausimulator 2015, eben im nächsten Teil wird hier weiter fleißig abgeladen, ich denke mal nicht, dass wir den Pritschenwagen irgendwie wieder rauskriegen, wir können es nochmal kurz probieren, aber, können wir kurz die Rücktaste drücken. Ha, tada, da geht's, wir haben auch nichts verloren, aber da hinten reinkommen ist echt schwierig. Wisst ihr, was wir dann machen? Weil da hinten kommt man echt nicht durch, das ist so eng.
Und was hätte man denn da hinfahren sollen? Wir machen es ein bisschen anders, fahren da außen irgendwie hin. Oder kommt man da... Wir probieren mal rückwärts dahin zu fahren. Genau, aber ich würde sagen, da war es an der Stelle von dem Teil hier von Let's Play Bausimulator 2015. Im nächsten Teil gucken, ob wir da hinten hinkommen werden. Und dann, ja. Hoffe ich, dass der Teil euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Würde ich mich sehr drüber freuen. Die Downhill-Biker unter euch, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungsberichte so unten in die Kommentare, was ihr schon so alles erlebt habt. Vielleicht würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Freue ich mich schon sehr auf eure Geschichten, falls da jemand von euch dabei ist, der Downhill fährt. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Und falls ihr auch Themenvorschläge oder Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Teil. Macht's gut. Haut rein. Euer LionGamer1. Ciao, Leute.